Dann mal ran da, Gwendolyn. Klick. Oh, und noch ein großer Raum. Das könnte jetzt aber echt der Hauptraum sein. Gucken wir mal nach Statue in den Ecken. Nee. Einen weiter. Oh, 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 oh. Okay, ich sehe zwei Gerogon-Imitate und zwei Magier. Das ist nicht gut. Oh, und zwei Streuner. Ja, das ist definitiv ein wichtiger Kampf. Wie machen wir das mal? Du stellst dich mal dahin. Oh, kannst nicht zaubern. Du schießt auf den Kultisten. Du zauberst Kampf Ignifaxius auf den Kultisten. 5. Zack, 19 Trefferpunkte. Das Rapier von Gwendolyn ist zerbrochen. Nein, gemeiner Zauber. So, du... läufst zwischen die Magier, damit du nächste Runde da was machen kannst. Du läufst vor die Magier. Oder vor den einen zumindest. Gwendolyn, hast du eine Ersatzwaffe? Ein Vulkanglasdolch. Ja, komm, gib ihm. Der erste flieht, sehr schön. Tirik stürmt wen? Einen der Magier? Ja, komm. Talana wird schon eine Weile alleine mit dem einen Streuner da klarkommen. Du gehst da ran und piekst den mit deinem Vulkanglasdolch auf aggressive Art und Weise. Ah, sie hätte sich anders hinstellen sollen. Das war jetzt nicht so günstig. Na gut, Talana wechselt den Gegenstand zu... Wo ist ihr starker... Ach, den hat sie schon in der Hand. Ich vergesse das jedes Mal wieder. So, Gegenstand benutzen. Sehr schön. Du dahin aggressiv den Priester hauen. Du hättest jetzt eigentlich den anderen Priester blenden sollen, aber da steht jetzt Gwendolyn im Weg. Ich könnte mich schon richtig positionieren, aber dann kann ich diese Runde nicht auf den Gerogon-Imitat schießen. Entscheidung. Nee. Wir verzichten auf eine Runde Schaden. Dafür gehen keine Waffen mehr zu Bruch. Oder weniger Waffen zu Bruch. Und Gerogon trifft. Wie schön. Zaubern. Kampf. Blitz dich, Find. Auf den. Priester ist geblendet. Schöne Sache. Du gehst jetzt da rum. Und piekst ihn in die Seite. Und du probierst mal einen Horiphobus aus. Misslungen. Schade. Gerogon trifft schon wieder. Ach ja, ich mag das neue Schwert. Auch wenn Dirk gleich doppelt so viel Schaden macht, aber es ist trotzdem gut. So. Du solltest jetzt eigentlich Kampf auch ein Blitzdefend schmeißen auf den. Priester ist geblendet. Ja, das läuft sehr gut. Du stellst dich dahin und schießt auf den. Und Talana gibt die Beherrschungszauber auf und röstet ihn einfach. 5. Und du stellst dich Mürrem in den Weg. Schießt auf den. Der flieht. Du stellst dich dahin. Piekst ihm in die Seite. Und du kümmerst dich um den, bevor der immer noch auf Talana losgeht. Ah, ich mag die neuen Waffen. Die Nahkämpfer sind endlich zu gebrauchen. Also die neuen Waffen und die neuen Körperkraftswerte und Talentwerte. Das Level-Up hat gut was gebracht. So, du schießt dem in den Rücken. Der müsste jetzt auch langsam fliehen und Talana wartet einfach ab. Du schießt auf den Kultisten. Du haust den. 10 Trefferpunkte. Ah, sehr schön. Du schießt ihn nochmal an. Also,
Yallen schießt auf den Priester, der Kultist neben Yallen schießt auf Yallen und Myrim schießt auf den Kultisten, der auf Yallen schießt. Auch nicht schlecht. So, alte Option. Alte Option. Alte Option. Alte Option. Könnten wir eigentlich gleich Computerkampf machen, hm? Ja, komm. Keine Magie. Und macht, was ihr immer getan habt. Zack, der ist tot. Der flieht. Dann machen wir die Pause weg. Du kommst nicht hinterher, aber du kannst dich hinter denen erstellen. Und abwarten. Du wirst auch nicht hinterherkommen, aber du stehst auch sonst nur im Weg, wenn du zu dem anderen hinläufst. Also gehst du mal ungefähr in die Richtung. Und du schießt ihm in den Rücken. Zack, den hätten wir auch erwischt. Sehr schön. Du schießt jetzt dem Kultisten noch in den Rücken. Du wartest ab. Du gehst mal ungefähr in die Richtung, ohne dich in den Weg zu stellen. Und du guckst dem Ganzen einfach nur zu. Du ebenfalls. Du schießt wieder. Und du gehst da an die Seite. Du machst einen Schritt zurück und schießt. Und jetzt müsste er eigentlich gleich umkippen. Computerkampf, keine Magie. Sehr schön. Also, wir haben zwei Schwerter, zwei Lederzeug und Vulkanglasdolch. Das scheint nichts Besonderes zu sein. Also war das vielleicht gar kein, in Anführungszeichen, Bosskampf, sondern es war einfach nur ein schwieriger Kampf. Ja, 12 Abenteuerpunkte. Das war gar nicht der oberste Priester. Da haben wir jetzt gut Tränke verbraten. Gegenstand wegwerfen. Und vor allem auch Astralenergie. Gib mal deinen starken Zaubertrank zu Talana. Ist irgendjemand angeschlagen? Gwendolyn könnte ein Wirselkraut gebrauchen. Wir sollten unbedingt in der nächsten Stadt davon wieder 30 Stück oder so kaufen. Myrm auch. So. Wie schaut's mit Pfeilen aus? 6 Stück, 2 Stück. Oh. So, 4 Stück, 4 Stück. Na gut, gucken wir uns hier weiter um. Auf der anderen Seite müsste eigentlich noch eine Statue sein. Genau, zerschlagen. 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 Und da ist das Ende von diesem Raum. Also ein langer Raum mit jeder Menge Statuen des Namenlosen. Hier müsste jetzt eigentlich ein Altar oder sowas stehen. Tut's aber nicht. Oh, doch, steht einer. Ihr steht vor einem finsteren Altar, der über und über mit kryptischen Zeichen einer fremden Sprache geschmückt ist. Auf dem Altar befindet sich die Skulptur eines liegenden Mannes ohne Gesicht. Wollt ihr den Altar des Namenlosen vernichten? Ja. Es dauert eine Weile, bis ihr mit euren improvisierten Werkzeugen das Standbild so weit beschädigt habt, dass sich keine Schriftzeichen mehr erkennen lassen. Dabei fällt euch eine spanngroße schwarze Statuette aus dem Hohlraum entgegen. Wieder das Motiv des schlafenden Mannes. Wollt ihr die Statuette als Zeichen eures Sieges behalten? Genau der letzte Satz lässt mich jetzt innehalten. Also eigentlich haben wir bisher ja alle Statuen vernichtet. Wir haben sie ja nicht mal berühren wollen, weil sie mit dem Namenlosen zu tun haben. Aber vielleicht brauchen wir sie als Zeichen, dass wir wirklich hier waren. Wir sind hier im Auftrag von dieser einen Frau unterwegs, die das Kartenstück uns geben wollte, wenn wir die Kultisten vernichten. Aber nee, mit dem Namenlosen, da kann nichts gut gehen, wir vernichten sie lieber. Mit mächtigen Hieben zerstört ihr auch dieses Abbild des namenlosen Gottes. Sehr schön. Damit müsste dieser... Oh oh. Gwendolyn entdeckt plötzlich eine Geheimtüre in der Wand. Nach kurzer Zeit gelingt ihr sogar, sie zu öffnen. Oh, es gibt noch eine Schatzkammer, die bewacht wird, aber nur von einem Magier. Du läufst dahin. Ah, ruhig noch einen weiter. Du stürmst ihm in die Seite. Du machst das. Oh, da oben ist ja noch ein Streuner.
So, du nimmst dann mal die andere Seite. Und du stellst dich mal dahin. Und du zauberst gleich einen Blitz, ich finde. Hohepriester steht da. Oh, der Hohepriester ist geblendet. So viel dazu. Dann schieß mal gleich einen Fulminictus hinterher. 19 Trefferpunkte. Das ist ordentlich. Du haust den einfachen Kultisten. Gut, dass das keine Elite-Leibwache oder dergleichen ist. Du bleibst da stehen und schießt auch auf den Kultisten. Und du bewegst dich mal langsam dahinter, für den Fall, dass die Blendung aufhört. Nimm. Und haust so lange einfach drauf ein. So. Du schießt. Du haust. Und du hast keine Astralenergie mehr. Das heißt, du schießt jetzt auch. Nochmal. Und die treffen alle nicht. Oh. Da sollte Yallen jetzt gleich mal eingreifen. Genau, geh mal dahin. Zauber. Ah, kannst nicht mehr zaubern. Okay, schieß. Und getroffen. Komm schon, ihr müsst ihn ganz schnell niederhauen, bevor er irgendeinen ganz üblen Zauber spricht. Und einen von uns versteinert oder dergleichen. 17 Trefferpunkte tot. Na, also. So, jetzt nur noch den einen da. Da kannst du mal abwarten. Du sowieso. Und du gehst näher ran. Na, du bleibst auch da stehen und... Ah, stimmt, wir haben fast keine Pfeile mehr. Na gut, du schießt deine letzten Pfeile auf den da. Zehn Trefferpunkte, sehr schön. Wir haben einen roten Schlüssel. Wir haben ein Kristallch, eine Kristallkugel und Goldschmuck. Schwert und Lederzeug wird wohl zum Kultisten gehören und dementsprechend nicht magisch sein. 42 Abenteuerpunkte. Die Kristallkugel kann sie auch gleich behalten. Das Rapier war zerbrochen, richtig? Ja, kann also auch weg. Was haben wir hier? Den Kukristolch, den kriegt Talana. Zum Untersuchen für später. Dann haben wir hier einen roten Schlüssel. Das kann auch noch weg. So, Astralenergie sieht sehr mau aus. War hier nicht eben noch eine Truhe? Ah, hier ist die Truhe. Kurios. Einmal öffnen bitte. Mit einem leisen Klicken schnappt das Schloss auf. Die Truhe enthält folgendes. Lobpreisung, Mitgliederliste und eine Robe. Die nehmen wir mal mit. Und 15 Dukaten. So, eine normale Robe. Wo ist die Mitgliederliste? Oh, sie hat keinen Platz mehr. Tausch mal gegen den Tonnes. Mitgliederliste. Empfehlung schreiben, Dokument, Mitgliederliste. Gegenstand benutzen. Eine Mitgliederliste des Kultes. Das wird hilfreich sein. Und das können wir auch als Beweis nehmen, dass wir das Ganze hier geschafft haben. Und die Lobpreisungen, die sollten wir nicht lesen. Die sollten wir eigentlich auch vernichten. Aber wir hatten da nicht so eine Option gehabt wie beim Altar. Die nehmen wir auch mal mit und geben sie der Gelehrten. Die wird schon wissen, was man damit anfangen soll. So, noch eine Tür, die aus der Schatzkammer rausführt. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier oben noch irgendwas ist. Nein. Ist hier ja ein direkter Weg raus. Oh, oder noch eine Truhe. Versuch misslungen. Gwendolyn wurde von einem Giftdorn getroffen. Autsch. Vergiftet. Wir haben Gegengifttrank und wir haben auch Clarum Purum, also probieren wir das gleich nochmal. Und wir finden Goldschmuck, ein Stirnreif und Silberschmuck. Und 250 Dukaten. Sehr schön. Also vergiftet ist sie. Dann würden wir gerne einen Zauber sprechen mit Yallen, und zwar ein Heilzauber. Clarum, oh, minus 4, ouch. Auf Gwendolyn. Ich hasse Yallen.
Tod. Tod ist nicht gut. Ich will jetzt nicht neu laden. Wir probieren jetzt mal, einen Tempel zu finden, wo wir Gwendolyn wiederbeleben können. Ich hoffe einfach, dass es keine permanenten Verluste hier gibt bei den Werten. Deswegen schreibe ich mir die jetzt am besten mal ganz kurz auf. Oh weia, also 12, 11, 14, 13, 14, 12, 11. So. Und jetzt müssen wir raus. Jetzt haben wir die Truhe aber nicht aufgemacht. Derek, du musst jetzt ran da. Gib ihm die Dietriche. Tu dein... Achso, da war nur Silberschmuck drin. Stimmt, das hatten wir auch schon rausgeholt. Ja. Dann, Talana, trink mal bitte deinen starken Zaubertrank. Und teleportiere dich zum Eingang. Der war da oben. So, raus hier. Und ganz schnell ganz raus hier. Und dann hoffen wir einfach mal, dass hier auf der Insel ein Tempel ist, der dementsprechend reinpasst. Also weil nicht jeder Gott belebt einen wieder. Und auch die unterschiedlichen Götter unterschiedlich gut. Oder die Chance ist unterschiedlich hoch. Das heißt, wir schicken jetzt Gwendolyn wieder in die erste Reihe und gehen zu dem einzigen Tempel, der hier ist. Eins Waffnir-Tempel. Oh, ich glaube, der kann das sogar gar nicht. Na gut, wir spenden erstmal 50 Dukaten. Und dann beten wir. Und beten wir. Und beten wir. Werden nicht erhöht. Na gut, dann spenden wir nochmal 50 Dukaten. Und setzen unsere Beterei fort, voller Inbrunst, auf dass Gwendolyn wieder leben möge. Und gleich kriegen wir bestimmt Angelglück oder sowas. Nee, wird nicht erhört. Na gut, raus hier. Und ganz weg hier. Im Hafen liegen Schiffe nach Otterche. Ja, ist mir recht. Ich will nur weg hier. Ja, schön, dass die Helden regenerieren. Gwendolyn modert währenddessen vor sich hin. Was ja auch recht skurril aussehen muss. Und wir sind am vollkommen falschen Ende der Welt. Das ist uns aber auch egal. Wir wollen jetzt zu einem Travia-Tempel. Da dürften wir schon bessere Chancen haben. Zumal wir hier auch schon zweimal gespendet haben. Wir spenden aber jetzt gleich nochmal 500 Silberstücke. Spenden gleich nochmal 500 Silberstücke. Das wäre schon die halbe Truhe aus dem Tempel des Namenlosen. Und jetzt beten wir. Komm schon. Nochmal 500. Die ganze Gruppe wird von Travia göttlich gesättigt. Ja, alle außer Gwendolyn, Die wird wahrscheinlich nicht gesättigt. Da war schon wieder eine Sättigung. Schon wieder eine Sättigung. Mehr Dukaten. Komm schon. Gwendolyn weilt wieder unter den Lebenden. Sehr schön. Wir werden sie jetzt nicht von Yallen heilen lassen. Und wir gucken uns ganz kurz die Werte an. Ich habe aufgeschrieben 12, 11, 14, 13, 14, 12, 11. Ja, schön. Sie hat keine Werte verloren. Außer bei der Lebensenergie vielleicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber selbst wenn, 43 ist schon ordentlich. Verglichen mit Gerogon zum Beispiel. Oh, und hier haben wir den Silberreif, den wollten wir auch noch identifizieren. So, das hätte jetzt wesentlich schlimmer laufen können mit Gwendolyn. Hat sie nochmal Glück gehabt. Dafür darfst du jetzt auch gleich einen starken Heiltrank trinken. So, die Bronzeflasche kann weg. Und sehr erleichtert, dass wieder alle am Leben sind, speichern wir hier sofort ab. LP 62. Und bis gleich.